So, hallo an alle. Zur nächsten Runde Survival Games ist jetzt gleich drangehängt. Dieses Mal geht's in Teams weiter und es geht auch schon los. Yes. Jo. Und mit... Ja. Verdammt, da war ein Eisenschwert. Ich hab zwei Kisten absagen können. Nice, durch die Mitte. Einer wieder jetzt oben auf die Brücke. Ja, das mache ich. Ja. Und ich schwimm den Wasserfall hoch. Ja, ich komme hinterher, ich folge dir einfach mal. Ja gut, dann hier den Wasserfall hochschwimmen kannst du. Ja, das kann ich halt aber. Ich habe jetzt 3 Äpfel, 2 Steak. Und dann schwimme ich schon um die Ecke den Wasserfall hier unten, hoch. Ist hier unten was? Da weiß ich nicht, da war ich in letzter Runde nicht. Ich geh mal rein. Weil hier ist eine Höhle mit Fackeln und hier ist eine Kiste. Oh, 2 Goldschwerter. Da sind glaube ich 2 Kisten auch, gell? In der Höhle drin, da war ich in der Höhle, da müssen noch 2 sein. Trau nicht, ob da irgendwie eine Falle ist, sonstige Scheiße. Das kann ja auch passieren. Ich habe ein Eisenschwert gefunden in der... Ah, da. Eisenschwert ist ultra. Für Verhältnisse. Wenn auch einer will, ich kann euch ein Goldschwert geben. Ich habe ein Holzschwert. Okay. Ja, ich habe ein Holzschwert und 2 Goldschwerter. Das Eisenschwert kann man verzaubern, theoretisch. Auf dem Berg hier um den Verzauberungstisch. Kommt ihr hinter den... Was ist eigentlich stärker? Ich habe keine Ahnung. Gold oder Holz. Eisen ist stärker als Gold. Viel, viel stärker. Ja, Gold so stark wie Holzschwert. Ja, das ist halt, ich hab heute 2 Gold und Holzschwert. Darum geht's. Ihr seid da hinten, gell? Wo der Wasserfall war, da bin ich mich jetzt auch gleich. Bin jetzt im Wasserfall und am Boden. Siehst du mich? Ich weiß nicht, wer da hinten läuft. Ich bin nämlich im Wasserfall und schwimm gerade im Wasserfall hoch. Ich sehe Tendo. Wo bist du? Tendo sehe ich. Bin bei dem anderen Wasserfall. Ach, da. Da. Hast du, Dennis, da hast du vorhin in der Single-Runde, hast du da so hoch geguckt auf den einen Wasserfall hoch. Willst du ein Schwert haben? Ich hab Holzschwert, ist genau gleich stark. Goldschwert hält nur nicht so lange. Hast du beides. Ich hab hier einen Eisenhelm, gell? Achso, gut, ja, egal. Hast du beides. Nimm mal den Eisenhelm. Okay, das ist gut. Holzschwert und Lederrüstung hab ich. Hier unten, hier in der Höhle, meinst du? Ja, Höhle war schon. Ja, hast du auch schon die zweite Kiste gefunden? Ich war in einer anderen Höhle. Da war eine andere ausgehöhlt. Okay. Ist es die? Die Kiste ist aber schon der hier, gell? War die, in der ich... Kann sein, dass die waren, der ich hab keine Ahnung gerade. Beide Kisten sind leer. Nee, in der war ich aber nicht. Ich war in anderen. Guck mal, da ist noch ein Rätsel, aber das bringt ja eh nichts, weil Rätsel sind ja nur dafür da, um Kisten dann freizugeben, wo da extrem cooles Loot drin wäre. Steffen? Guck mal hier vorne. Ja, hier. So. Mein Schaden nehmen, ne? Hier. Gut, wir sind zu. Alle komplett. Jupp, sind alle da. So, dann lass mal vielleicht einen Tacken rumgehen. Jemand hat doch ein Eisenschwert, oder? Ich hab ein Eisenschwert und noch ein Holzschwert hier. Ja, Holzschwert habe ich auch. Holzschwert habe ich auch. Und hier so eine Lederkappe. Habe ich auch. Ja. Aber ansonsten Hose und Schuhe. Ich nehme mal mit, damit kein anderer gleich erstmal. Ich kann noch ein paar Tiere töten, habe ich ein Level, dann können wir dein Eisenschwert verzaubern, Steffen, weil da oben ist ein Verzauberungstisch. Wie wär's denn damit? Ja, könnten wir auch machen. Weil das hat meistens richtig heftigen Vorteil. Ein Eisenschwert mit Sharpness 1 ist besser als ein Diamantschwert. Was ist denn das hier für ein... Hier war ich auch noch nicht drin. Ah, Monster, das ist ein Monster Dispenser. Plus die Monster hier aus sind. Bringt ja nichts. Ja, das bringt echt nichts. Gut, hier ist auch nichts. Wie kommen wir da hoch auf den Berg? Über Wasserfälle oder über... Keine Ahnung, ich war auf dem... Kommt drauf an, auf welchen du jetzt meinst, also im Wesentlichen... Den hier mit dem Turm wahrscheinlich. Ja. Uiuiui, da war ja fast... Boah, ich glaube, da müssten wir irgendwie hochlatschen. Hier Schuhe in der Mitte. Hier drüben, lass mal hier rüber. Es ist nicht wert. Es werden sich da alle halt rumprügeln, denke ich mal. Und nicht alle, aber viele. Hier ist noch eine Kiste. Ich töte mal hier gerade Schwein. Kiste. Ist aber leer. Okay, weiß ich. Da war hier schon welche. Ja, ich verfolge die gerade ein bisschen. Interessant, meine Essensleiste geht nur kein bisschen leer. Okay. Hier drüben geht's rüber. Wenn Dennis kann ja eventuell noch ein paar Tiere schlachten. Ich weiß nicht, wo noch welche rumlaufen. Also ich habe mal für Essen. Also, du hast kein Essen mehr? Ich habe Essen. Achso, gut. 11 Fische, 2 Steak. Nee, Tiere schlachten wegen Level, meine ich. Ja, Level, ja klar. Ich brauche noch 2 Tiere oder so, dann müsste ich genug Level haben, um das Schwert zu verzaubern. Der Verzauberungstisch ist dieser Nether-Ruine oben rechts. Welchen Level hast du denn gerade? Ich habe Level 0, also fast 1. Achso. Okay. Dann lauft ihr doch in Nether-Ruine oder so. Nee, ich bin jetzt auf dem dafür, Steffen, dafür brauche ich ja dein Eisenschwert. Das macht ja keinen Sinn, Holzschwert zu verzaubern. Ja, ich bin auch schon gerade auf dem Turm gleich oben bei dir. Ich komme auch mit. Da oben sehe ich auch eine Kiste an dem Turm. Kiste und ich gucke, dass ich hier hochkomme.
Ich brauche nur ein Eisenschwert und der Tag ist gerettet. Oh, hier sind zwei Kissen. Hoffen wir mal, was das Schönes ist. Noch was drin? Holzschwert und Lederzeug und hier drüben gar nichts mehr. Es gibt auch so leere Kissen von daher. An der Außenseite hängt noch eine dran, Steffen. Ich weiß nicht, kann man da von oben ran? Ich müsste die gewesen sein, die ich gelootet habe. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Die da vorne auf dem Hügel hast du, ne? Ne, ich meine, die kommt man von ganz außen sehen. Radio. Nein, ich bin fast runtergefallen. Wow, das darf nicht passieren. Ida, bei der warst du ja, bei dem Wasserfall. Ich meine, die außen an der Wand hängt, kann man die sehen? Guck mal da. Ja, von, ich seh die, da oben. Kann man da irgendwie ran? Wie kommt man da ran? Ich würde sagen, von innen. Das ist die. Ich habe die zwei, das okay. Sind zwei okay, gut, übereinander. Gut. Was ist mit der da drüben? Ich weiß nicht, ob man da irgendwie dran kann. Kann man da irgendwie hin? Ja, kommt bestimmt irgendwie, aber wir müssen den Turm runter erstmal hier. Ja, ich weiß, wie, guck mal, da muss vom anderen Berg kommen und dann da drüber springen, über die Schlucht. Ja, okay, das ist aber. Es ist ein bisschen umständlich, aber drüber zu klettern. Ja. Also. Da drüben sind aber Schweine. Ich meine, wenn ich die noch töten würde, würde das Level reichen, dann könnten wir das Eisenschwert da verzaubern. Erstmal schon mal was damit. Hier ist auch eine Kiste versteckt. Oh. Ja, wenn jemand was braucht, wegen Essen und so, kann Bescheid sagen. Hier ist Essen drin und schon wieder nur Lederzeug und Holz. Ah, das braucht man nicht. Wenn ich jetzt hier runtergehe, um das Schwein zu töten, dann kann ich nicht mehr zurück. Also ja, hoch. Ich weiß. Da ist noch ein Schwein da unten. Ich gucke, ob ich noch hier irgendeiner in der Nähe ist. Okay. Ja gut, Steffen, du kannst jetzt auch nicht mehr zurück, gell? Nee, ich kann eh nicht mehr zurück. Vielleicht wird das Schwein. Na egal. So seid ihr jetzt. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach unten. Ja, ich nie. Warte ich mal, nicht. Wenn du da reinspringst, dann kommst du nicht mehr raus. Das ist schlecht. Ach komm, lass uns unten irgendwo Schweine töten oder so, da finden wir doch bestimmt auch was. Ich guck mal mit hier. Ah. Au, au. Dieser Fallschaden des Todes. Ja, unfassbar. Kann ich irgendwie in Wasser reinspringen oder so? Außen am Wasser gab's auch nochmal irgendwo einen Verzauberungstisch, genau. Also hier langlaufen, wo ich jetzt gerade bin, da müsste dann irgendwann auch nochmal was kommen. Hier ist auch nochmal eine Höhle. Hier ist sogar eine Kiste. In der unten drin im Wasserfall. Meinst du? Oder wo? Ne, hier wo ich gerade war auch noch eine Höhle. War die leer, die Kiste? Ne, die Kiste war voll, aber da war auch nur wieder Essen und Holz und Lederzeug drin. Also das Wichtigste sind echt Eisenschwerter. Oder irgendwas von Eisen erstmal. Ich glaube irgendwie Schutz und sonst irgendwie. Hier ist noch eine Kiste und eine Kuh. Die gibt auch EP. Die wird wahrscheinlich leer. Ja, ich bin Level 1. Die Kiste ist übrigens leer. Ich könnte ein Eisenschwert verzaubern, wenn wir irgendwie hochgehen oder so. Ich bin auch Level 1. Hier unten ist so eine Bucht, eine unterirdische. In den Berg rein. Die habe ich auch noch nicht gesehen gehabt letzte Runde. Okay. Bei letzter Runde zuerst statt in die Mitte zum Schiff gelaufen, was im Wasser liegt. Okay. Die war wirklich sehr, sehr schön. Da war die Kiste, die da drin war, die war. Bob. Ist eigentlich schon irgendjemand rausgeflogen? Ne, ist noch keine Teamfeld gewesen. ID. Ich hab was aktiviert und hab einen Eisenharnisch. Hier unten in diese Bucht reingelaufen. Welche Bucht? Dieser Berg, wo ihr dran vorbeigelaufen seid, da ist unten eine Bucht. Ach, da bist du. Und. Bye. Ich mach hier gerade so ein bisschen Jump Map und damit ich ja wieder an Kisten drankomme, eine Goldhose. Ich würde sagen, solange wir zumindest, da kommt die ganze Gruppe von Dead Sheep gerade an. Ich seh deinen Namen gar nicht, wo bist du? Ich bin unten in dem Berg drinnen. Wenn ihr jetzt geradeaus lauft, da kommt die ganze Gruppe. Komm. Ich komme jetzt ins Wasser rein und dann esse ich mir noch schnell was. Ich bin ein bisschen kurz weggegangen. Ja, wir laufen gerade. Ich bin gerade auch wieder beim Wasserfall. Habt ihr die Gruppe gesehen? Ja, die hat auch uns gesehen. Ich bin jetzt oberhalb. Ah! Rennt ihr euch hinterher? Hallo, ich bin schon erwischt, der hat angegriffen. Debitor ist da unten. Ja, ich seh's. Geh da weg. Ja, geh da weg! Scheiße! Geh da weg! Wie sollte ich das machen, bitte? Das war der größte Fehler, uns zu trennen, ey. Ja. Ja. Das war's auch. Da kommt die Truppe zu mir. Ich spectate euch mal. Aber ich nimm nicht weiter auf. Dennis, wo bist du? Ich bin wieder abgehauen, da wo wir waren und den Berg hochgekraxelt sind für die Kisten ganz am Anfang. Hinter den Wasserfall, ich bin richtig Pampa weit weggelaufen. Wow. Wo wir dann langsam den Kiesweg hochgegangen sind zu dem Turm. Also in die Richtung. Das Team von denen ist hinter mir her. Nee, hängen die erst ab, bevor sie noch in unsere Richtung los. Erst abhängen.
Weiß nicht, wie ich die abhängen soll, weil die... Die haben es voll auf mich abgesehen. Ja. Alter, wie kommt der denn so schnell hinter mir her? Ah, ich vergesse immer, dass man springen muss, um... Boah. Ich vergesse immer, dass man springen muss, wenn man rennt. Dass man dann schneller ist. Deswegen, ich bin nur ganz normal gerannt und da haben die mich natürlich ruckzuck eingeholt. Autsch, jetzt bin ich... Verdammt, jetzt bin ich allein hier drin. Scheiße. Dennis, du musst überleben. Los. Ja, toll, das bringt's überleben. Ich verstecke mich jetzt so in einer Höhle, weißt du? Was machst du? /SG Spectate 1. Dort ist noch ein Team. Das German Let's Play, Mr. More Game und jetzt ist er aus dem Bild gelaufen. Aber die haben mich nicht gesehen. SG/SG? Ja, es steht hier, ich versuch's abzuschreiben. Ah, jetzt bin ich drin, alles klar. Was hast du? Nee, es gibt noch. Hier Wasser. Warum ist hier denn Wasser in der Mitte? Gut, damit es halt ein bisschen schwerer ist. Dennis, wo bist du unterwegs? Ach, ich hänge hier so auf einer einsamen Klippe rum. So ganz am Ende der Kuppel. Vom Spawn aus, von der Anzeige aus, wenn du auf die Anzeige drauf guckst, ganz rechts. Moment, was sind hier bei denen gerade los? Das sind die zu dritt. Bei mir ist alles komplett dunkel. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich brauche ein Eisenschwert theoretisch. Das hätte ich jetzt verzaubert. Dann wäre es ja ganz gut. Dann wird es ja gehen. Dachi. Hier. Oh, interessant. Das gucke ich mir mal sogar ganz kurz an. Also das Team von Zombie gegen das Team von Peter. Ich glaube, es ist interessant aus. Oh, Peter ist draußen. Zombie ist ein Held. Zombie tötet Peter und fällt runter. Ich habe mich gerade in ein Erdloch verkrochen. Oh. Such dich. Ja, der Morgan sollte fliehen. Ne, Tendor, dich sehe ich irgendwie. Siehst du mich, wo bist du? Ja, neben dir. Wo haben die sich denn gerade gekillt? Vielleicht kann ich da was abstauben. Ich sehe dich nicht. Nee, das haben hier Mr. Morgan, Neil, also darf er hier gut Game AP und ich bin doch hier unten gestorben. Ja, nee, wo haben die sich denn gerade gebettelt? Vielleicht kann ich da noch was abstauben irgendwie. Oder wie viele von denen leben noch? Werden jetzt gewonnen? Es leben noch Mr. Morgame. Hier unten liegt noch mein Eisenschwert rum. Was, wo? Und ja, wenn du den Berg runterkommst, wo du drinne bist. Was, wo ich drinne bin? Du bist doch da beim Verzauberungstisch. Naja, Moment, ich bin schon wieder weitergegangen. Ah ne, wenn du über Tendorf, wo ist er denn? Also wenn da dein Schwert noch liegt, dann... Zwei Eisenschwerter liegen da unten in der Schlucht. Wo? Ja, ich weiß nicht, wo du bist derzeit. Guck mal, ich bin bei dem Berg mit Verzauberungstisch. Ah ja, da, wenn du durchs Wasser springst und dann ein bisschen hoch gehst. Ins Wasser, ja. Und jetzt gehst du raus aus dem Wasser und gehst nach rechts hoch. Rechts hoch, da auf den Berg? Nee, rechts hier aus. Da? Dann ist links, genau. Ach da, okay, ja. Alter, ist das geil, danke. Und da liegt auch Goldhose und sowas, aber ich glaube, die ist eh nicht besser als... Nee, Goldhose ist besser als Lederhose, das stimmt schon. Das Schwert werde ich mir jetzt verzaubern, das Eisenschwert, danke, Mann. Oh, ich denke mal... Hier liegt noch Essen, hier liegt ein Diamant! Diamant ist schön. Da liegt ein Diamant, wie kommt der denn da hin? Ich glaube in der... Ja, der hat Zombie dabei. Weil... Skripto hat ja vorhin geschrieben, Diamantschuhe und so in der... im Spawn. Und da ist Zombie halt hingegangen und da hat nur gesagt, hat geschrieben, das waren nur ein Diamant. Hast du die Kiste, wenn du da den Berg hochläufst, nach rechts, ganz am Rand von der Map? Hast du die Ich sehe ein paar Namen. Das Problem ist wiederum... Wir haben noch regelmäßig nichts ausgemacht, dass wir nicht beobachten dürfen, oder? Nee, haben wir nicht. Du oder du? Wir arbeiten völlig regelkonform. Sehr schön. Haben wir irgendwas ausgemacht, dass es verboten ist? Nö, eigentlich nicht, weil das letzte Mal war es wenigstens so, deswegen. Ich sag ihm nicht, wo die Gegner sind. Ich sag ihm nur, wo halt irgendwas rumliegt oder so. Ja, gut. Ah, die gehen weg, das ist gut. Dann kann ich auf den Bergen das Eisenschwert verzaubern. Oh, mein Gott, ist das geil. Achso, da. Guckst du die Wand an? Ja, ich sehe doch die Namen hinter der Wand, die Gegner. Ich kann doch nicht hochgehen, lauf den direkt in die Gegner rein. Minzi, Minz und Kafkind oder was, die waren gerade da. Wenn du da nach rechts läufst, wartest du bei der Kiste schon? An der Kiste, da war ich, glaube ich, schon, ja. Da war Eisenrüstung drin. Okay. Minzi, Minz und Kafkind war es. Ich hab mir auch geguckt, wer es ist. Ist voll geil. Jetzt gerade im Moment irgendwie dank dem Eisenschwert, das reißt. Also verzaubertes Eisenschwert kann einiges rauskommen. Super. So, ich schleich immer kurz und guck so durch den Berg, da wegen den Namen, ob man die sieht von den Gegnern und dann... Wir machen einfach so, wir sagen einfach nicht, wenn einer ist oder sonstiges. Nee, sag ich nicht. Versuch das Ganze einigermaßen ordentlich zu beobachten und dann ist gut. Vielleicht wegen Items helfen mir auch nicht. Vor allem, welches Eisenschwert, das hat mir am meisten mehr Leben.
Knockback 1 habe ich nur. Kann ich einen wegpunchen, aber ansonsten. Ach, das weil, ist aber gut bei dem. Überleg mal, dann können die nicht alle an dich ran. Ja, gut, wenn ich oben bin, irgendwo auf dem Berg, dann kommt einer hoch und puncht ihn einfach runter. Auch eine gute Möglichkeit. Mhm.